Hallo, hier ist René Unger-Wagner und ich stelle euch Beschickung von Hamburger Dom. Der Hamburger Dom beginnt am 27.03. bis zum 26.04. Dann kommen wir zuerst zu den großen Fahrgeschäften. Olympia Looping, die Achterbahn, die sehr bekannte Achterbahn von Barth, die Wilde Maus XXL, Eberhard, Kuddel, der Hai von Gebrüder Belli, Atlantis Rafting von Jan Vorlapp, Bayerischer Riesenrad 55 Meter von Willemborg, City Skyliner von T. Schneider. Der City Skyliner ist so ein Fahrgeschäft, wo man langsam hochfährt und auch langsam wieder runterfährt. Also paar Minuten da oben bleibt und dann man langsam wieder runterfährt, kann man dann die ganze oder die halbe Kirmes sehen. So, der Skydance von Nöken, also es ist ein hoher Kettenflieger, geht dann hoch und dreht sich, dreht sich, dreht sich. So. Ballonfahrt von Heidkamp Krakau. Apollo 13 sagt bestimmt auch fast jeder von Küchenmeister. Flipfly von Klaus ist auf jeden Fall eine Neuheit dort. XXL von Conga ist auch von Küchenmeister. Kennt bestimmt auch jeder. Shaker von C. Wilhelm. Dome Dancer. Robert Rasch, Big Monster von Grammeier. Big Monster sagt bestimmt auch was jeder. So, dann kommt auch Jetlag von M. Weber, ist auch eine Neuheit dort in Hamburger Frühlingsdom. Jetlag sagt auch fast jeder was. Wellenflug von Hanstein, Viva Mexico, Nülken, Love Dream von Jan Rasch. Action von Allrogge, Start Autoscooter Stardust, Vespermann Hartkopf, Superscooter von René Rasch, Bumper 1, also Autoscooter Bumper 1 von Harder und Mantau. Jetzt kommen die Laufgeschäfte. Haben wir erstmal den Glasirrgarten von Schau und Hallbeck, der große Irrgarten von René Rasch, Fosis Lachhaus von René Rasch, der in eine Kirmes abgesagt wurde. Das war in irgendeine Stadt mit Bad Kram irgendwie und Krammarkt in Bad. Jetzt weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall wurde dort abgesagt. Da wird ein anderes Laufgeschäft kommen. So, dann haben wir Happy Family. Die Heine, der wird ersetzt von Fussis Lachhaus von René Rasch. Der Happy Family von Heine. Ist von Heine. So, dann haben wir Villa Wahnsinn von Ollenhausen, Roter von Bluschies, Schauker von M. Böttger und M. Eberhard ist auch eine Neuheit dort. Der Hamburger Geisterfabrik von René Rasch. Dann haben wir für die Kinder was. Den Highway Ready Number 2 von Harder Slupke, also sind Gebrüder Harder Slupke, Super 8 von Diekmann, Rund um Hamburg Slupke, Mucklis Traumfahrt, D. Mantau, Kindertraumfahrt, Diekmann, 1001 Nacht Bade, Kinderparadies Richters, Nolz. Nostalgie, Bodenmüde, Vespermann, Ottifantenflieger von Nülken,
Den Miniscooter von Greia Jogic. Jogic. So, dann den Autoscorso von Pepper. Captain Jimmy von Schausteller Ahrens. Der Airport von Thor Straten Wolf. Zirkusflieger. Diekmann. Hanse Train von Hamburger, Mini Express von Withut und die Tierquälerei, da schon Tierquälerei bin, die Reeperbahn Zirkuswelt von Kaiser. Das mit dem Pferdekarussell sollten wir, finde ich, langsam abschaffen. Aber wird ja noch nicht abgeschafft. Einige möchten das ja nicht abgeschafft haben. Naja, wenn euch das Video gefällt, das Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer René.